Ja, Freunde der Zocker-Lounge, herzlich willkommen zurück hier bei den Siedlern 4 auf der Zocker-Lounge. Ja, habe ich schon gesagt. Mein Livestream hängt immer noch. Spanien gegen Iran. Er steht in der 42. Minute beim 0-0. Ich kann euch nicht sagen, wie es jetzt hier aus meiner Perspektive steht. Aber wenn ihr da schaut, ist das Spiel sowieso schon kalter Kaffee. Vielleicht geht es euch ja wie mir. Ihr macht bei einem Tippspiel mit und habt, obwohl ihr gedacht hättet, dass ihr Ahnung habt, völligen Bullshit getippt, kann ich nur sagen, willkommen im Club. So, wir bauen einen Handelskarren. Und haben ein Kriegsschiff gekriegt. Juhu. Das eigentlich auch hier stehen kann. Kriegen wir überhaupt noch irgendwie Ressourcen? Nein, dann sollten wir vielleicht die Ritterproduktion einstellen. Stop. Mach mal Stop. Geh mal in die Schiffproduktion, bitte. Danke. Hat sich mein Wasserproblem mittlerweile in Wohlgefallen aufgelöst? Naja. Wie viele Esel haben wir mittlerweile? Können wir das nicht hier auch stoppen? Ich sehe noch keine. Na, wo muss ich hin? Hier, Esel. Toll, steh nicht drauf. Dann Ware, ist Esel Ware? Die Ziege interessiert mich nicht, also keine Ahnung, ob ich einen Esel hab. Jo, ja, egal. Du dann hier hin und wo ist mein Boot? Wo habe ich nicht hingeschickt? Fahr dann du hier hin. Wie schaut's bei euch aus? Auch nicht so geil, ne? So, fahr du mal hier hoch. Und wir haben einen Haufen Ritter. Mit denen können wir ein bisschen Spaß haben. Definitiv. Okay, alte Meldung. Munition ist voll, dann kannst du eigentlich schon mal hier hinfahren, sicherheitshalber. Kriegsschiff. Und du, ja. Gut. Viel passiert ja nicht, ne? Wir könnten noch mehr Agaven produzieren, aber auch hier fehlt Wasser. Dann halt noch ein Wasserwerk. Seit wann braucht man so viele Wasserwerke? Zack. Der braucht Wasser, der. Ja, 5 Gebäude, 4, ja gut. Ihr Siedlung fehlt für den Karren ein fertiger Esel. Okay. Der wird dir dann hoffentlich... Mäh. Ja, Ziege, du wirst gleich geschlachtet. Wo jetzt? Und ich kriege hier irgendwann irgendwie ein Steinproblem. Das können wir vielleicht noch ein bisschen abfedern, wenn wir hier noch eine hinbauen können. Können wir auch. Okay, warum kriegt die Kohle? Doch, ihr kriegt doch. Alles gut. Hier ist voll, also braucht ihr nur noch die Eisenschmelze. Und die Fähre ist fertig. Okay, herkommen. Du auch wieder herkommen. Jetzt probieren wir mal die feindliche Invasion da drüben. Und derweil fahren wir hier noch ein bisschen lang. Wie schaut's bei euch aus? Vielleicht können wir hier irgendwo durch. Hm.
Steine habe ich noch 15. Hier müssen keine mehr hin. Hier fehlt nur Holz. Holz habe ich 10, also habe sowieso nichts. Okay, weil Holz geht ja auch hier drauf. Hab ja auch nur... Wisst ihr was? Ich könnte doch hier noch ein Holzfäller bauen. Das wäre doch vielleicht auch gar nicht so dumm. Der den Rest noch abholzt. Und du hast bestimmt schon lange nichts mehr zu tun. Du gehst hier runter. Eine Fähre ist fertig. Ja, das ist auch eine alte Meldung. Habe ich jetzt einen Esel oder habe ich keinen? Kein Wasser, kein Getreide. Wo sind die Esel? Oder haben wir hier einen Bug? Hm. Sieht jetzt aber vom Weg her eigentlich nicht so aus, als wenn er irgendwie verklemmt wäre. Oder ich darf keinen bauen. Kann ja auch sein. Ja. Hallo Esel. Ah, er tut doch irgendwas. Das sind doch Baby-Esel. Auch wenn sich das wie Ziegen anhören. Ja, hier, gib dir mal was zu futtern. Alles klar, läuft. Ich habe gedacht, ich hätte schon 10 oder so. So kann man sich täuschen. So, ihr steigt jetzt mal vielleicht hier in das Schiff ein. Ohne zu backen. Wäre cool. Hat wohl auch funktioniert. Okay, dann du mal los. So, und der Rest kann wieder hier rüber latschen. Da es an der Stelle funktioniert, schicken wir das zweite Boot auch gleich hier hin. So. Hallo Livestream, kommst du vielleicht wieder? Danke. Nein? Okay, was passiert hier? Ein Fluss. Kartenende. Hier war ja, ich muss aufpassen, hier war ja schon der Römer irgendwo. Okay. Okay, okay, okay. Ja. Dann, hier, das hat auch funktioniert. Ja, cool. Und hier ist noch eine Fähre, auch cool. Dann können wir ja schon mal 35 Ritter mitnehmen. Auch das ist cool. Ich brauche sie ja hier im Prinzip nicht wirklich. Glaube ich zumindest. Volle Offense, keine Verteidigung. Ja, wie im Fußball halt, ne? So. Und jetzt ist mir meine Hand eingeschlafen vor lauter. Ein Wagen wurde fertiggestellt. Ja, cool. Bitte, sie haben nicht genug Bretter. Ja, toll. Du produzierst jetzt aber nicht mehr. Du wirst jetzt volllaufen. Und ihr baut hier... Ja. Mehr wie 14 Steine kann ich gar nicht haben ohne Lager, merke ich gerade. Aber auch dafür könnten wir mal was tun. Wird absolut Sinn machen, zweimal ein Lager zu bauen. Hier und hier. So viele Siedler, also tut was. Und hab gedacht, naja, der läuft noch nicht voll. Er muss hier noch überall... Aber bei der Fahrzeugmanufaktur könnten wir jetzt auch die Produktion ja schon einstellen. Ihr könnt das Holz wieder wegtun. Und die Eisenbahn bringt es lieber in die Werft. Gut. Next. Schiff ist leer. Auch funktioniert. Ja, was ist denn heute los? Oder haben sie die Schiffe in der neuen Welt gepatcht? I don't know.
Hallo Livestream. Oh. Das ist übrigens auch der Bug weg, ne? Dass er mit der Maus aus dem Spielfenster kann und hier in Windows landet. Also, wer meinen Tutorial so nicht gemacht hat, um Siedler zu optimieren, vor allem unter Windows 10, dem kann ich das hier nur noch mal schwer ans Herz legen. Und dann spielt doch in dieser brachial geilen Grafik. 10, 11, 12, 13. Also eine Fähre noch, dann hätte ich alle dabei. Ist jetzt aber egal. Ich baue keine mehr. Ressourcenmangel und so, ne? Ihr wisst. Ich schicke euch mal hier hoch. Hol dann aber den Rest noch nach. So, sollten wir nicht noch Ritter produzieren? Komm, ich mache die Waffenschmiede wieder auf. Schiff ist mir jetzt egal. Bringt die Kohle auch hier runter, danke. Ich weiß sowieso nicht, wo ihr die Kohle hinpackt. Geht alles für die Eisenschmelze drauf. Immer noch. Hier habt ihr leer gemacht. Tja. Und da fehlen auch Bretter. Machen wir mal so. Und wo ist der zweite Holzfäller eigentlich am Werk? Hier. Kannst du mal hier noch einen Baum fällen? Komm, geh los. Na? Oh nee, halt, du warst eh noch nicht fertig. Okay. Da kommt Kohle hier rüber. Wo geht denn die Kohle hin? Ach Gott, das Pulverhaus braucht auch Kohle. Na toll. Aber gut, du läufst jetzt auch voll. Du hast ein bisschen auf Vorrat produziert. Alles gut. Schiff steht erstmal hier. Positioniert. Passt. Ja, eigentlich. Ja. Wir scouten weiter. Langsam, aber stetig. Ein bisschen Eindruck von der Map haben wir ja jetzt schon. Hier wäre wieder der rote Römer. Also ich muss irgendwie an die Nordküste kommen mit meinen Maya. Soweit habe ich es verstanden und bin militärtechnisch, sag mal, der produziert doch. Okay, wird vielleicht doch ein bisschen schwerer. Ich sollte auf jeden Fall abspeichern, bevor ich... Nee, dann weiß ich nicht, wann eine halbe Stunde rum ist. Also hier ist grün. Da ist auch blau. Okay, das heißt, das hier ist auch mit dem kompletten Festland verbunden. Okay. Okay. Sollte dann vielleicht... Ich habe aber wieder die Produktion gestartet, ne? Also, wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt das Pulverhaus auch auf Stopp. Bringt die Kohle woanders hin. Ich hätte jetzt lieber Waffen draus gemacht. So, Kohle weg. Danke. Schwefelmine wird auch voll. Nö, noch nicht. Nahrungstechnisch, ja, eigentlich, ganz ehrlich, passt das eigentlich? Wir bauen aber noch eine Fischerhütte. Einfach, weil wir es können. So, Angel, Patz. So, jetzt muss ich aber ganz dringend hier weg. Huah. Lauf, Forest, lauf. Also ich komme hier nicht vorbei, ne? So. Bitte an Land gehen. Bitte an Land gehen. Und Nummer 3. Bitte an
Land gehen, danke, und jetzt gleich wieder zurück und die nächsten aufladen. So, ihr macht halt mal Krüppchen Nummer 1. Dann lauft ihr halt mal hier zurück. Ein Lager ist fertig. Okay, du bist das Steinlager, damit der Steinmetz jetzt einfach mal auf Vorrat produzieren kann. Auch wenn das lachhaft ist, ne, bei so ein bisschen Stein. Da liegen noch Hammer und Schaufeln, okay. Holzfäller findet keine Bäume mehr. Gut, das ist nicht so gut. Du machst mir hier unten noch die zwei weg. So. Gruppe 1. Latscht mal los. Oh Mann, habt ihr irgendwas zum Trinken dabei hier in der Wüste? Hier wäre schon der Römer. Ich traue mich noch nicht, ihn anzugreifen, aber noch habe ich auch mehr Militär wie er und ich habe ja alles dabei. Ich habe sogar zwei Hauptmänner hier dabei. 75% Angriffsstärke, das muss doch für irgendwas gut sein. So, und jetzt haben wir jede Menge Esel. Jetzt tun wir auch die Eselproduktion auf... Upsala, das war mein Stativ. Die Eselproduktion auf Stopp setzen. Was tue ich? Provokant vor ihm rumstehen tue ich schon mal auf jeden Fall. Tja, wir kommen nirgendwo durch. Wenn ich das richtig verstanden habe, kommen wir nirgendwo durch. Wir haben ein Handelsschiff. Wir könnten hier mit Kriegsschiffen durch, aber, ihr seht schon, auch hier geht nichts weiter. Ich muss ja irgendwie einen Brückenkopf errichten. Und mit den Rittern, das wird wohl nichts mehr. Warum auch immer. Wo geht denn die ganze Kohle jetzt hin? Hierhin wohl nicht. Produzierst du immer noch? Naja, noch zwei in der Werft, dann ist ja auch gut. Die Werkzeugschmiede hast du schon wieder voll gemacht. Oh, die ist schon fertig, die Fischhütte. Was macht eigentlich der Holzfäller? Einen guten Job. Einen guten Job. So. Macht mal Lucky Lucky. Okay. Boote wieder da. Ich werde doch jetzt wohl noch ein bisschen. Ich könnte hier Stopp machen, dann kriege ich 8 Kohle. Aber da liegen ja 2. Jetzt kommt schon. Da liegen 2. Ach so, die braucht er auch. Ach so, Kohle ist gar nicht das Problem. Was ist das Eisen? Komm. So, Batsch. Wie viel habe ich noch? 2. Das heißt, das war's. Da gehen nochmal Elite mit. Wenn ich das richtig sehe. Sogar ein Hauptmann. Okay, also. Dann soll's das sein. Wenn du oben bist, greif mal an. Was ist hier passiert? Okay. Soll ich den halten? Nein. Hat mal das ein Ritter drin, ja?
Könnte ich den opfern? Also erstmal ihr geht. Schleunigst. Wobei, wir haben hier mehr... Was mache ich? Vielleicht ist er ja komplett passiv. Sieht nicht sehr passiv aus. Oh mein Gott, habe ich jetzt hier viel verloren? Wahrscheinlich. Haben wir irgendeinen coolen Zauberspruch? Gegner bannen. Schützen strafen. Holz zu Gold. Aufwertung. Wir brauchen eigentlich nicht, ne? Machen es trotzdem. Alles Elite? Jawohl. Gut. Sollen wir den halten, den Turm? Ich weiß nicht. Mach doch mal zwei Bogenschützen rein. Auch wenn das wahrscheinlich total dämlich ist, was ich hier mache. Klack, klack. So. So. Ritter. Einen. Immerhin. Beziehungsweise da kommt noch einer. Das heißt, du hast jetzt deine 8 Eisen drin. Ihr produziert jetzt exklusiv für die Waffenschmiede. Okay. Und der Holzfäller hat hier jetzt auch einen guten Job gemacht. Dann bitte hier runter. So. Du? Bitte hier hoch. Und hier bin ich ein bisschen nervös. Um das mal gelinde gesagt zu haben. Boah, hoffentlich waren da nicht auch 3 Elite-Bogenschützen drin. Und ich habe hier so viel verloren. Eine Fähre erwartet. Nein, das ist alt. Was kann man mit dir noch scouten? Wir können noch hier ein bisschen hin. Jetzt gucke ich mal einen Live-Ticker rein. Ich will wissen, wie es im Fußball steht. Wo ist mein Boot? Ich bin so ein Assi, ne? Jetzt hänge ich am Handy, obwohl ich Let's Play. So, live. Es steht 0-0, 53. Minute, nichts verpasst. What the fuck, Spanien? So, hier hin. Und hier gibt's ein paar Ritter. Ja, ich hol den Grünen auf. Gut, Siedler haben wir auch noch ein paar. Steine halt nicht mehr so wirklich. Boom. Haben wir hier einen Siedlungskarren? Was brauchen wir denn eigentlich? 10 Geo... Okay, ich habe hier ein paar, ne? Da sind 3. Da sind 2, die irgendwie die Hälfte vergessen haben. Euch könnten wir dann auch mal sammeln schon mal. So. In 5 Minuten kann ich speichern. Warte ich noch? Ja, komm, wir warten noch. Solange sich hier an der blauen Linie nichts tut, ist ja alles gut. Aber die gelbe Linie, da tut sich was. Und an der orangenen... Gut, der ist schwach. Gut. Trojaner, da tut sich nicht so viel. Das ist schon mal gut. Dann kann ich das auch behalten, den Turm. Da steht noch ein Ritter. Hier stehen 3 neue. So, jetzt geht wieder was. Sehr gut. Steuerung 1. So. Geht alle in eine Gruppe rein. Okay, das sind 39 Schwertkämpfer und 18 Bogenschützen.
Dazu ein General. Nö, drei. Ach so, pro Gruppe geht nur ein General. Okay. War nicht irgendwas, dass Generäle nicht sterben dürfen? Ihre Priester dürfen nicht sterben, da sie in der Welt oder in der Tasche haben. Nehmen sie alle ihre Level 3 Krieger bei den Kanaren auf und lassen sie auf keinen Fall ihre drei Hauptmänner zurück. Bringen sie die Priester und ihre Krieger per Schiff ganz in den Südwesten der Karte. Lassen sie auf keinen Fall ihre drei Hauptmänner zurück. Ist es verloren, wenn einer stirbt? Na gut, wir werden es rausfinden. Wird garantiert einer krepieren. Wäre hier 8, 9... Ach komm. Wenn wir eh warten müssen, dass die Stunde rum ist, dann dass die Folge rum ist. Dann können wir ja noch ein Boot auf die Reise schicken. Zack. Alle rein, Jungs und Mädels. Und los. Derweil darfst du wieder runterfahren. Und hier scheint nichts weiter zu passieren. Da habe ich irgendwie Glück gehabt. So, und wir haben jetzt hier dann gleich alles gescoutet, was es zu scouten gab mit dem Boot. Viele Möglichkeiten an Land zu gehen. Aber ich komme hier nirgendwo durch. Zumindest nicht ohne Kampf. Du bleibst hier schön beim Wache halten, auch wenn du alleine eh keine Chance hättest, wenn da drei, vier Boote kommen. Egal, ne? Mana haben wir 122, das ist doch schön. Bloß mit der Nahrung bin ich überhaupt nicht einverstanden. Warum eigentlich nicht? Die Mühle zu tun? Hast du genug? Nö. Nö. Klassisch nö. Bauernhof. Wo? Wir machen hier hin den Bauernhof und du darfst hier schön dick Feld bauen. Los. Steine haben wir 25, dann ist Schluss. Vielleicht kommen auch noch ein paar. Man weiß es nicht. So, du kommst zurück, ihr trefft euch. Und ja, ich warte noch auf das Schiff. Jetzt hat es schon den halben Weg hingelegt, das wird schon irgendwie klar gehen. Du Holzfäller bist auch schon wieder hier an der Grenze. So weiter für dich. Wird ein bisschen kahl bei uns, ne? Was ist denn hier passiert? Sind da nicht gerade die... Ja gut, vielleicht waren sie auf dem Klo. La la la, was kann ich noch tun? Das ist irgendwie so... Ich möchte jetzt auch keine Wohnhäuser bauen. Das muss jetzt auch erstmal reichen, siedlertechnisch. Ihr steht doch eh alle nur blöd rum. Wohnhäuser könnte ich auch wieder abreißen, ne? 100 Betten zu viel. Lass mal aber erstmal. Platz haben wir eigentlich auch noch genug. Da haben wir schon Schlimmeres gehabt. Hier fehlen noch drei. Das können wir aber machen. Dann bau doch noch drei... Nicht Gärtner, sondern 1, 2, 3. Fehlt sonst noch was? Nö. Dann könnten wir nämlich ganz elegant unseren Brückenkopf errichten. Völlig egal, was hier oben passiert. Und
wir haben seit 30 Minuten nicht gespeichert. Das heißt, safe und in der nächsten Folge greifen wir den Römer an. In diesem Sinne, haut rein. Und ich versuche jetzt erstmal den Livestream irgendwie zum Laufen zu kriegen.